Komm, da können wir noch was drauflegen. 900.000 Mann. Kann man mal machen, ne? Einfach mal so. Kann man schon mal machen, so, ne? 540, kann man schon mal eine Schlacht mit über 900.000 Mann feiern. Das geht bestimmt. Moment, da liegt noch eine Armee von mir rum. Können wir das wieder aufteilen? Wie sieht es denn technisch aus? Ah, die sind halt sehr ebenbürtig. So, sieht es da hinten jetzt aus? Ist doch fast alles besetzt, komm. Machen wir Frieden hier. So, das ist auch Lothringen. Oh Gott. Die Performance. Also, die gehen da schon hin. Dann gehe ich irgendwo anders hin. Dass sich jetzt keine Koalition oder so bildet. Ich meine, die haben hier 87 und 90 und so. Oder liegt das noch daran, dass sie noch Frieden mit mir haben? Ich soll immer an Jule ins Auge fassen. Mögen die mich? Ja, noch nicht, aber. Ich soll immer mal ins Auge fassen, finde ich. Ah, oh, wir sind Lothringen los. Jedes Land weniger ist von Vorteil. Na, ich habe immer noch da. Ich kann meine Armee immer noch zweimal ersetzen. Wo ist die böhmische Hauptstadt überhaupt? Ach da, die belagere ich schon. Nee. Ach, jetzt schon egal. Untenrum ist mir gerade sicherer als obenrum. Da ist niemand mehr. Was macht Kroatien? Führst du noch Krieg? Naja. Wie Kroatien von Dänemark und Franken gerettet wurde. Nee, Kroatien wird nicht gerettet, weil es auch noch im Krieg mit Transsilvanien und Rum ist. Das wird nix. Und bei -60%, nee. Mal kurz gucken, hier da drüben ist halt immer noch im Krieg mit viel. Okay, das ist nicht so günstig. Ja, bei dir. Würden wir hier mal gewinnen? Danke. Was ist denn da an? Polen hat einmal im Kreis, ne, verstehe. Polen umfasst Böhmen praktisch. Nein, das ist ungünstig. Das ist auch ungünstig, ich komme jetzt auch nicht besser ran. Dann gehe ich nach Praha. Da kannst du unten nichts mehr retten. Das ist einer meiner Armeen gestorben. Ich habe das Gefühl, dass der gleich ins Deck verschwindet. Verschwindest du jetzt? Nein, du lebst noch. Er lebt! So, mein Herrscher wollen wir auf gar keinen Fall zuteilen. Das dauert noch ein paar Jährchen. Ich kann noch ein bisschen was ausbauen hier.
Okay, meine Stacks leben beide alle noch. Fragt sich, wie lang. Das ist eine andere Frage, ob sie noch irgendwo lebend ankommen. Wenn ja, was sie da noch, wie lange sie da leben. Unten ist schon wieder ein großer Krieg. Oh Gott. Da mache ich diesmal aber nicht mit. Ich belage lieber noch ein bisschen Böhmen. Ja, so eine halbe Million kann man schon mal ins Feld werfen hier, ne? Wer hat denn jetzt gewonnen? Ach, ich krieg nichts von der Rangrafschaft. Wahrscheinlich, weil ich so viel aggressive Expansion habe, weil sie mir Weimar gegeben haben. Aber wir nähern uns. Ja, es sind nur noch die großen drei da drin. Naja, großen drei. Magdeburg ist es auch nicht so groß. Ja, das ist alles von Dänemark besetzt, das ist kacke. So, sind wir schon bei 28.000. Dann können wir wieder vorwärts rücken mit den Truppen. Vielleicht noch ein bisschen Polen und Böhmen, so ein Stückchen. Das wäre schön. Proben wir das mal, vielleicht kriegen wir es dann ja. Das hat auch nur 12 Entwicklung. Praha. Wollen wir jetzt marschieren, schnell einnehmen. Oh, na gut, den Krieg spielen wir noch zu Ende. Bin ich sicher, wie lange dieser Krieg noch dauert, ne? Schlagen wir erstmal Polen, Böhmen kaputt. Was habe ich hier überhaupt? Rebellenaufstand, Schlesien. Immer noch 2 Jahre, ja. Kann ich vielleicht die schlesische Kultur akzeptieren? Nee, nicht weit genug entwickelt. Leider nein, leider nicht. Ey. Was ist das da unten? Das ist ja auch noch Polen, ne? Kaum mit Böhmen auf, fängt Polen schon an. Ah ne, ich möchte lieber niemanden angreifen. Das führt nur wieder zu so einer Massenschlacht. Das Problem ist, ich komme da jetzt auch nicht gerade vorbei. Ja, doch, jetzt komme ich glaube ich vorbei. So, ja, das ist nur so. Bewegungskacke. Juckt mich nicht. Oh, ich muss mir mal Ansprüche fingieren. Du belagerst nichts. Ist ja auch jetzt alles von Dänemark besetzt. Was soll denn der Blödsinn? Sind wir alles für sich haben wollen, die hier Schlunde. Hey, Weimar ist ein Stück von mir. Teil von meiner Provinz jetzt. Hier das nochmal irgendwas? Nee. Das ist eine Hansestadt. Jetzt soll ich die auch langsam mal, ne? Wobei. Ist auch alles durch Dänemark besetzt. Sag mal, willst du mich trollen?
Sonst geben die das einem doch immer, wenn sie nichts. Das können sie nicht, die können gar nichts in Böhmen fordern. Was macht Kroatien überhaupt so? Minus 3? Oh, ich verstehe. Transsilvanien ist größer geworden. Wir haben nicht so wirklich schwachen Anspruch. Sind nicht so wie ich. Kann nicht jeder einen schwachen Anspruch haben. Eine Idee. Die können wir glatt mitnehmen. Versorgungslimit national plus 33%. Dann kann meine Armee jetzt vielleicht mal irgendwo so richtig gut stehen. 40, jawohl. Weil es wird, glaube ich, wird das erst im nächsten Monat gezählt. Dauert noch ein bisschen bis zum nächsten Monat. Belagerung von Wieden haben wir gewonnen. Ich lasse die erstmal passieren. Bitte gehen Sie vorbei. Debatte beginnen, ja klar. Oh, das wäre gut. Administrative, diplomatische, bestechen, klar. Diplomatisch. Beamtenstandfall, bestechen, klar. Korruption ignorieren wir auch. So. Nehmt mein Geld und stimmt so, wie ich das haben will. Das ist nämlich die beste Demokratie, die ich für mein Geld kaufen konnte. Habe ich da Ansprüche drauf? Ja, ich habe. Zumindest da, wo ich Ansprüche drauf habe, habe ich was. Vielleicht kriege ich ja noch was. Ich meine, die sind nicht weit entwickelt, oder? 9, 16, 14, 5, 12. So leider. Das wollen sie mir aber gar nicht geben. Ne? So sieht's denn da jetzt aus. Also so mit Kriegsende langsam mal. Ich meine, gibst mir einfach ein paar Provinzen, dann können wir aufhören im Krieg. Wo habe ich denn das mit Ansprüche schon? Ja. Yes! Irgendwo steht meine Armee im Nirgendwo. Ja, jetzt haben wir doch schon langsam gewonnen. Jetzt so langsam. Im Moment, habe ich nicht eben was? Nee. Ja, hervorragend. Gegen Böhmen. So, habe ich noch genug Ansprüche? Ja, 11% habe ich noch. Und jetzt marschiert er wieder nach da unten. Sehr gut. Da greife ich schon an. Kann ich nicht angreifen? Kann ich auch nicht angreifen? Ich kann da angreifen. Einer meiner Generäle ist tot. Welcher denn? Der da. So. Läuft mal schnell da hoch. Dann kann ich dann einen neuen Anführer holen. Und dann läufst du da runter. Das ist auch total dumm. Ich dahin? Nein. Ich kann dahin. Ist jetzt nicht unbedingt toll, aber. Was willst du machen, ne?
Soll ich danach mal abbrechen? Warum ist da so viel? Haben die irgendwas erobert? Oh, ich glaube ja. Ja, wir haben schon wieder drei Provinzen auf jeden Fall bekommen. Problem ist, Dänemark weiß ich nicht so recht, wie ich das aufhalten soll. Ich muss es irgendwann aufhalten, das ist das Problem. Ich kann jetzt schon den Süddeutschen Bund nicht gründen. Magdeburg, Schwanenberg, Polentritt, Niedersachsen. Auch noch eine Provinz. Oh, Kroatien kriegt eine Provinz zurück. Oder so ähnlich. Geil. Na, wenigstens haben sie sich das nicht genommen. Ah, ich müsste noch Magdeburg, da die Küste entlang, bis dahin, dann könnte ich Dänemark noch abschneiden, dann kann Dänemark nicht weiter nach rechts expandieren. Das alternativ auch noch mit über Masowien. Masowien ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ja, lief doch ganz gut. Oh Gott, oh Gott. Gehst mal dahin. Gehst mal dahin. Du stehst da mal nicht mehr rum, sondern gehst mal dahin. Ich kann bald wieder den Stack ausheben. Oder meinen jetzigen nochmal vergrößern. Ja, komm schon, ich krieg das nie voll. Da stehen? Nee. Wenn es da stehen, stell dich mal dahin. Koalition? Es gibt gar keine Koalition. Wenn du zu viel aggressive Expansion hast, kann die eine Koalition gründen und die greifen dich dann an. Oder was meinst du jetzt? Also, die mögen dich dann nicht mehr. Das kennst du doch. Also, das solltest du nun wirklich kennen. Achso, du meinst, dass die Koalition macht bei mir? Also ja, nichts mehr. Ich habe ja gewonnen, deswegen löst sie sich automatisch auf. Und aktuell gründet sich keine neue. Ich weiß nicht so ganz genau, warum nicht, aber... Sie löst sich... startet es. So, noch kurz hier mit. Oh, ich kann Nürnberg annektieren. Jetzt brauche ich dann aber auch einen neuen Vasallen. Das wird langsam schwierig. Nein. Hier hat sie aufgelöst und macht wirklich. Oh, wir könnten Elsen. Jetzt habe ich da eine Chance. Nein. Wie bist du denn verbündet? Uff. Ich hab mir schon alles gar nicht, hab ich ja weh.
sieht's denn bei dir aus? Apropos, wie sieht's denn jetzt da unten aus? Nochmal 70 sind wir bei 100, jetzt müsste's gehen, oder? So, ich muss mal... Muss ich ein bisschen timen. Wenn ich jetzt Nürnberg integriere, wie lange dauert das denn? Ich wollte Schluss machen, ne? Das würde dauern bis 47. Ja, komm, annektieren wir das mal. Dieses Ein-Provinz-Ding da. Köln angreifen? Nee, ich glaube nicht, dass ich das jetzt tun werde. Auch meine Rekrutenreserve, mein Drill ist so ein bisschen niedrig. Rekrutenreserve. Außerdem, ich muss ja erstmal mal hier Kernprovinzen machen, ne? Mal eins nach dem anderen, Junge. Schwere Rebellenaufstände, ja. Das ist jetzt das Problem, Kriegsmüdigkeit, ja. Überdehnung, ja. Legitimität. Ja. Wurzenland. Ja. Kann ich Köln überhaupt angreifen? Ach, Trent ist jetzt wieder der Verteidiger. Diese Verteidiger nerven. Aber ich denke, den kann ich auch als Sallen bekommen. Wie viel hat er? Drei Provinzen? Sehr gut. Das ist sehr gut. Was bist du denn? Oh, ich brauche neue Ansprüche in Böhmen jetzt auch wieder. So, meine Rekrutenreserve ist wieder voll. Ja. 92 Monate. Puh, schwierig.